Ganz schön furchteinflößend sahen sie aus, die aristokratischen Kämpfer der Samurai. Vor allem ihre Schwerter sind weltberühmt. Ihre Ausbildung war hart und begann schon im Kindesalter. In Japan gehörten sie zu den obersten Schichten der Gesellschaft. Aber was haben die Samurai mit Leder zu tun? Welche Rolle spielte das Material in ihrer Kultur? Eine sehr große Rolle, da die Schutzbekleidung, eben halt diese Rüstungen, die berühmten, im Wesentlichen aus Lederlamellen bestanden. Später hat man dann also auch Eisenlamellen verwendet, aber grundsätzlich ist also der Schutz, besteht ja im Wesentlichen aus Leder. Dann, es waren ja nicht nur Kämpfer, Schwertkämpfer zu Fuß, sondern es waren eben auch Reiter. Das heißt, die ganze Pferdeausstattung ist im Wesentlichen auf dem Hintergrund von Leder entstanden und wir können das alles sehr gut dokumentieren. Die Pferde der Kämpfer hatten zum Beispiel goldlederne Schabracken. Diese Form des Leders haben die Japaner über den Handel mit Westeuropa kennen und schätzen gelernt. Auch Tabaktaschen und Pfeifenetuis wurden häufig daraus gefertigt. Die kämpfenden Samurai verloren in der Friedenszeit des 19. Jahrhunderts aber an Bedeutung und mussten sich anderen Dingen zuwenden. Sie wurden eben eingesetzt bei den großen Städten, vor allem eben Edo, als Feuerwehrleute, ganz wichtig. Dies waren also Holzbauten, die ganz schnell einen Riesenbrand entfachen konnten. Und da mussten also die ehemaligen Tapfersten der Tapferen mussten also da rein und entsprechend die Leute retten bzw. die umliegenden Gebäude abreißen. Die adlige Elite musste so die Kampfausrüstung gegen den Feuerwehrmantel tauschen. Für Direktor Christian Rathke bildet er das schönste Stück der Ausstellung, das gleichzeitig auch durch seine Funktionalität überzeugt. Wenn also etwas Glühendes oder Brennendes auf ihn herabfällt, dann hat er einen befeuchteten Mantel an, der ihn schützt. Aber eben auch eine ornamentale Gestaltung, die ganz, ganz streng ist, ganz klar ist. Das, was unsere Künstler in Europa um 1900 als Japonismus so begeistert hat und unsere Kunsthandwerker, diese Verbindung von Eleganz und Schlichtheit. Und Funktionalität, das finde ich, schlägt sich also nieder in diesem Mantel. Die Eröffnung der Samurai-Ausstellung findet am kommenden Freitag um 18 Uhr statt.